In der neuesten Folge der Ahsoka-Serie erfährt Thrawn, dass der Meister von Ahsoka Tano, der Jedi, die versuchen wird, ihre Pläne zu durchkreuzen, niemand geringerer war als Anakin Skywalker. Was den doch so kühlen und klugen Kopf, glaube ich, etwas nervös werden lässt. Und das hat auch einen guten Grund. Denn Thrawn kannte Anakin und Darth Vader, sowie das unglaubliche Potenzial und in weiterer Folge auch Gefahren, die von den beiden ausgingen. Denn gegen Ende der Klonkriege, also bereits nachdem Ahsoka den Jedi-Orden verlassen hatte, begegneten sich Anakin und Thrawn auf dem Planeten Batuu. Thrawn hatte damals noch nichts mit dem Imperium zu tun, dieses gab es ja noch nicht mal. Er reiste von den unbekannten Regionen, wo sein Heimatvolk, die Chiss, herkommen, in die bekannte Galaxis, um Verbündete und neue Technologien zu suchen. Eine Mission, die von seinem Volk nicht gebilligt wurde. Auf dieser Reise traf er dann auf Anakin, der selbst auf einer nicht genehmigten Mission war, um Padme zu retten. Die beiden taten sich zusammen und als Gegenleistung, dass Thrawn Anakin bei der Rettung seiner Geliebten half, versprach der Jedi dem Chiss Informationen über die Klonkriege und die aktuelle Galaktische Republik. Das Interessante ist jedoch, dass Thrawn, als sie zusammenarbeiteten, bemerkte, dass sie sich gar nicht mal so unähnlich sind, zumindest auf dem Schlachtfeld. Denn beide wenden als Kämpfer und Befehlshaber oft unkonventionelle Taktiken an, um den Sieg zu erringen. Nach ihrer Mission, die mit der Suche nach Padme und der Zerstörung einer Droidenfabrik der Separatisten endete, beschaffte Thrawn noch etwas moderne Technologie für sein Volk, womit sich die Wege der beiden wieder trennten. Es sollte dann Jahre dauern, bis Thrawn in die bekannte Galaxis zurückkehrte, und zwar, weil er von seinem Volk ins Exil geschickt worden war. Das war aber in Wirklichkeit ein Trick, da er eigentlich auf der Suche nach Verbündeten war. Thrawn wurde dann in imperialen Gewahrsam genommen und erhielt eine Audienz bei Imperator Palpatine höchstpersönlich. Und der Nennung des Namens von Anakin Skywalker als einem Jedi, der für ihn einstehen würde, erfuhr Thrawn mit Bedauern von Skywalkers angeblichen Tod, hatte aber dennoch Palpatines Interesse geweckt. Daraufhin wurde Thrawn über das Ende der Klonkriege und den Aufstieg des Imperiums auf den neuesten Stand gebracht, denn er wusste ja nur so viel, wie ihn Anakin damals erzählt hatte. Nachdem er das Vertrauen des Imperators durch seinen Treueeid und sein Wissen über die unbekannten Regionen gewonnen hatte, wurde Thrawn als der einzige Nicht-Mensch im gesamten Imperium in die imperiale Marine aufgenommen. Hier stieg Thrawn schnell auf und wurde zum Großadmiral der 7. Flotte, wo er die Aufgabe hatte, Zellen der Rebellion zu vernichten, was wir vor allem in Star Wars Rebels sehen können. Bei einer weiteren Mission beauftragte Palpatine, Thrawn gemeinsam mit Darth Vader die Welt Batuu zu erforschen, also genau den Planeten, wo er und damals noch Anakin sich das erste Mal begegnet sind. Während ihrer gemeinsamen Mission zum Schutz der Versorgung des Todessterns erkannte Thrawn bei Darth Vader, dass er dieselbe ungewöhnliche Taktik einsetzte, wie er es bei Anakin Skywalker während den Klonkriegen gesehen hatte. Er schloss daraus, dass Vader und Anakin dieselbe Person sein müssen. Jedoch behielt er dieses Geheimnis für sich, um nicht Vaders Zorn auf sich zu ziehen. Nach dem Untergang des Imperiums und der Niederlage von Palpatine in der Schlacht von Endor galt Thrawn nun als der beste militärische Anführer, um den imperialen Rest zu übernehmen und das Imperium wieder an die Macht zu bringen. Sein Exil in einer anderen Galaxis seit der Befreiung von Lothal hat jedoch seinen Aufstieg als Erbe des Imperiums verwehrt. Deshalb ist seine Rückkehr für die übrigen Imperialen auch so wichtig. Thrawn war einer der wenigen Personen, die wussten, dass Anakin Skywalker und Darth Vader ein und dieselbe Person waren. Er gehört aber auch noch zu den noch wenigeren, die an der Seite von sowohl Skywalker als auch Vader gekämpft haben. Letztendlich hatte Thrawn nach ihrer gemeinsamen Zeit sowohl während der Klonkriege als auch während der Herrschaft des Imperiums großen Respekt vor Anakin. Sie waren beide brillante und kreative militärische Befehlshaber, die unkonventionelle Taktiken anwandten und einen Hang dazu hatten, für den Sieg auch Regeln zu brechen. Jetzt soll Thrawn das Erbe von Darth Vader als Erbe des Imperiums fortführen, während Ahsoka das von Anakin verkörpert. Aufgrund dieser Geschichte macht es also Sinn, dass Thrawn so überrascht oder fast schon verängstigt reagiert, als er Anakins Namen liest. Ebenso gibt diese Enthüllung Thrawn eine sehr gute Vorstellung davon, was er von Ahsoka zu erwarten hat. Denn Thrawn hatte schon immer eine Hingabe an die Geschichte und Kultur seiner Gegner, insbesondere an deren Kunst. Wenn er seinen Feind wirklich kennt, kann er ihn besiegen, indem er seine Schwächen ausnutzt. Obwohl er Ahsoka bisher noch nie direkt gegenüberstand, ist es sehr wahrscheinlich, dass Thrawn durch die Offenbarung, dass Anakin Ahsokas Meister war, ihr einen Schritt voraus ist.
Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, warum Thrawn so anders aussieht oder wie der Großadmiral die Republik zerschmettern wird, dann könnt ihr hier links bzw. rechts klicken. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.